Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Craftoria, wo wir letztes Mal hier ein Set abgebaut haben für Leichtbauteile für unsere Rakete. Output ein Leichtbauteil pro Sekunde. Und was uns hier noch fehlt für die Rakete neben dem Silo, sind die Steuereinheiten und der Raketentreibstoff. Und ich denke, die Steuereinheiten gehen wir als nächstes an. Die sind nicht so schwierig. Wir haben das letztes Mal angeschaut, was wir dafür brauchen. 5 Maschinen für die elektronischen Bauteile. Dann 3 für die Tempomodule. Und dann 20 für die effektiven Steuereinheiten. Und das immer mit Beacons, womöglich. Hier können wir auch noch Beacons ranmachen. Und wir begrenzen das mal auf einen Beacon pro Maschine. Und dann fangen wir mal mit 5 Maschinen an für die elektronischen Bauteile. Und weil ich das ja schon x-mal gebaut habe, kopieren wir das einfach. Wir brauchen 5 Maschinen. So. Aber wir wollen die etwas abgedatet haben. Dann brauchen wir noch Beacons. Und wahrscheinlich machen wir das Ganze mit Umspannwerken, welche wir anschließen müssen. Und dann das alte Lied, wo wir schauen müssen, dass wir die Materialien hier auf die Bänder bekommen. Wir brauchen Kunststoff. Wir brauchen Silikon. Und wir brauchen Glas. Und Glas, das dürfte das sein, wo wir uns dann irgendwann in naher Zukunft drum kümmern müssen. Ein Glas. Da kommt nicht allzu viel auf dem Band, weil wir hier hinten einfach zu wenig Sand reinbringen. Wieso haben wir keinen Stein? Weil Stein ungleichmäßig verteilt wird. Ja, das ist natürlich auch ein Problem. Hier haben wir dann, glaube ich, das so definiert. Ja. Gut. Und dann brauchen wir drei Maschinen für die hier und da brauchen wir grüne Schaltkreise.
Was haben wir hier für ein Modul-Setup? Wir haben hier nur Speed-Beacons. Und dann geben wir das hier mal nach unten durch. Was wir hier brauchen, ist eine saubere Verteilung. Und ich meine, wir können zumindest einen von drei kurzknicken lassen. Nicht, dass uns das Band hier oben dann schon voll läuft. Und dann haben wir das. Dann brauchen wir 20 Maschinen. Für die eigentlichen Raketensteuereinheiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann müssen das hier 20 sein. Gut. Hier brauchen wir Raketensteuereinheiten. Wir brauchen hier die abgeleitete Form. Wie ist das Rezept 1.1? Das heißt, ich denke, wir können das so machen, alles auf ein pa Band packen. Und dann einmal blau hier. Dann muss das mal reingehen. Und dann muss das mal rausgehen. Und jeder zweite knickt kurz. Und dann haben wir hier sicher auch wieder Beacons. Ist das richtig? Ja. Hier haben wir die Produktivitätsmodule. Und hier haben wir die Geschwindigkeitsmodule. Und dann können wir das hier nach oben kopieren. Voilà. Dann können wir hier noch die restlichen Module reinpacken. Dann hier unten
eine Kiste hin. Und hier. Sehr gut. Dann hier noch einen Roboport. So. Dann funktioniert das auch. Oh, das Zeug, was ich eigentlich nicht brauche. Gut. Und damit hätten wir dann auch die geschafft. Dann brauchen wir nur noch die den Raketenbrennstoff. Und dafür haben wir hier unten schon mal ein Setup. Allerdings hier ohne Beacons. Und es ist nicht wahnsinnig kompliziert, es braucht einfach einiges an Platz, aber wir haben hier oben einiges an Platz. Das heißt, ich räume mal hier ein paar Bäume aus dem Weg. Und dann können wir uns dran machen, die notwendigen Ingredienzien zu platzieren. Aus Platzgründen bauen wir die Raketen, den Raketentreibstoff rückwärts. Funktioniert das? Funktioniert das? Funktioniert nicht. Wir brauchen hier so ein Setup. Wir brauchen von unten Eisen. Und dann geht das irgendwo so raus. Und dann können wir hier auf dieser Seite nochmals das Gleiche machen. Und wir brauchen zwölf Maschinen. Wäre gut gewesen, die vor dem Kopieren richtig zu drehen. Aber was soll's? Wir wollen alles kopieren. Strom auf dieser Seite. Und wir werden dann auch das so brauchen. Gut. Was haben wir hier? Okay. An den Produktivitätsmodulen mangelt es mir immer noch. Und hier hinten, da kommen unsere Beacons ran. Die füllen wir mit Tempomodulen. Und dass uns hier ein Umspannwerk im Weg
steht, stört nicht weiter, denn wir brauchen maximal einen Beacon pro Fabrik, pro Kraftstofffabrik, und wir haben hier mehr als einen. Also das genügt. Was wir jetzt noch brauchen, ist eine Verbindung zwischen den beiden Seiten. Gut, und dann müssen wir da nur noch die Beacons reinplatzieren. Kopieren wir das hier mal. Und dann geht das hier gleich mit aufs Band. Gut. Dann. Ich denke, wir machen den Sauerstoff zuerst. Drei Kondensatoren, wo wir dann auch die Beacons reinpacken. Habe ich keine Kondensatoren angefordert? Offenbar nicht. 50 sind vielleicht zu viel. Und die brauche ich, denke ich, jetzt nicht mehr. Das heißt, Sauerstoff. Machen wir hier hinten. Beacons rein. Und mit Strom anschließen. Gut. Das war der einfache Teil. Dann für Ammoniak brauchen wir nur zwei Chemiefabriken. Okay. Machen wir die auf dieselbe Höhe. Und dann schließen wir hier an. Und dann haben wir hier dieses Setup. Gut. Dann für Wasserstoff brauchen wir 9 von den Dingern. Das gefällt mir nicht. Ich hätte es gerne etwas kompakter. Und weil kompakt sich mit ungerade schlecht ausgeht, packen wir einfach einen zusätzlichen hin, dass wir da etwas mehr dran haben, als wir effektiv benötigen. Gut. Dann hier noch Power dran. Wir werden dann auch schauen müssen, dass wir unsere Filter entsprechend platzieren. Und dann für Stickstoff brauchen wir 13, sprich da machen wir 14 draus. Und die machen wir hier nach oben. Idealerweise
Ey, wie wenn ich das gewusst hätte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rohr in der Mitte durch. Ich bin mir nicht sicher, ob die vielleicht sogar von einer Maschine in die nächste durchreichen würden. Gut. Und dann die Geschwindigkeitsmodule. Dann Filter. Hier haben wir, da brauchen wir. Habe ich sicher noch irgendwo hier drin. Da haben wir, hier brauchen wir, da haben wir was, hier brauchen wir was, hier haben wir nichts. Dann brauche ich wahrscheinlich hier oben noch ein Roboport. Wir machen auch hier hinten einen hin. Sehr gut. Das ist alles, was uns hier jetzt noch fehlt, ist Eisen. Von wo nehme ich das? Ist egal. Wir kommen direkt aus einem Filter raus. Und dann können wir das Gitter wieder ausschalten. Ah. Die müssen so rumgehen. Die müssen auch andersrum gehen. Sonst wird das nicht funktionieren. Und da haben wir das Zeug, was wir brauchen. Hier haben wir unser Raketensilo. Da brauchen wir dann auch noch Power drauf und an alles, was wir hier benötigen, ist, wir legen das dreimal hin. Gut, und dann haben wir wahrscheinlich Ausgang. Hier. Dann hier wollen wir sicher Produktivität drin haben. Und wir können auch ein paar Beacons platzieren, die wir natürlich mit Strom versorgen müssen. Und dann sollten wir bald eine Rakete haben,
Was uns allerdings noch fehlt, ein Satellit. Wir haben keinen Satellit. Das heißt, Rakete starten ohne Satellit bringt nicht viel. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir hier was forschen. Ja, das hier. Da bekommen wir den Satellit. Und wenn wir schon dabei sind, können wir auch die Karte forschen. Und ja, das heißt dann wahrscheinlich in naher Zukunft, wir müssen neue Produktionslinien für die neuen Technologiekarten an den Start bringen. Gut, das war das letzte Produktivitätsmodul, das wir da brauchen. Ich denke hier. Ja, da haben wir auch noch einige Maschinen, die noch bestückt werden müssen. Das mache ich noch. Und dann können wir nächstes Mal sicherlich eine Rakete starten und wir müssen uns wahrscheinlich um neue Technologiekarten bemühen. Also bis dann und tschüss!